Hallo Leute, ein etwas, anderer Anfang von Silent Hill 4. Dieses Spiel verlangt eine Videokarte mit einem Minimum von 32 MB VRAM und programmierbar Vertex Pixel Shader unterstützen sie. Der Antrag wird jetzt schließen. Und ein Krach geschah das letzte Mal, dass das Spiel gespielt wurde. Das Benutzen von sicheren Grafiken Möglichkeiten. Ja Leute, damit darf ich mich immer am Anfang rumplagen von Silent Hill 4, zumindest von den einzelnen Aufnahmen zum Großteil. Es liegt an einer DLL-Datei. Die DLL-Datei heißt DXSetupX. Wenn man diese löscht, beziehungsweise einfach auf den Desktop packt, hat man Ruhe. Aber ihr seht ja dann, wie das aussieht im Spiel, wenn dann das weg ist. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 4. Ich bin's wieder, euer Hello 1986, der eben gerade erstmal auf der Suche nach seinem Handy ist. Beziehungsweise, ja, ihr habt ja einen etwas veränderten Anfang gesehen. Ja, das sind die Fehler, womit ich mich rumschlagen darf. Und What the hell? Hallo? Ich habe mir eben gerade nur mein Handy genommen. Irgendwie hat es mich eben gerade rangezogen oder ich habe mich aus Versehen bewegt. Ach stimmt, ich bin oben auf die Schultertaste gekommen. So. Was gibt's zu berichten? Diesmal mit vernünftigen Einstellungen. Das heißt, man hört mich wieder. Was ich ziemlich nice finde. Und ja. Also, wir werden uns jetzt endlich weiter bewegen in Richtung nächste Welt. Und ich glaube, vorher sollte ich mich eventuell mal heilen. Viele von euch haben mich darum gebeten, der lieben Eileen doch bitte die andere Waffe zu geben. Habe ich nicht mehr. Ich habe ja gesagt, ich muss ja wieder von vorne anfangen. Und, dadurch habe ich dann einfach vergessen, die Scheiße mitzunehmen, leider. Wir sind in der unteren U-Bahn-Welt, heißt das Gebiet. Und ich bin gespannt, was da so abgeht und was uns da Schönes erwartet. Beziehungsweise wir müssten ja jetzt rein theoretisch, glaube ich, in das Wassergefängnis kommen, wenn ich das richtig im Sinn habe. Hey, Eileen. Eileen umlaufen, ganz dumme Idee. Eileen alleine lassen, noch eine dümmere Idee. Eileen bei Monstern allein lassen, die dümmste Idee wohl, die es gibt. Zum Glück ist alles vorhin oder in den letzten Folgen gut gegangen. Und diesmal passe ich besser auf sie auf. Denn ihr habt mir schon gesagt, dass es wohl ja wichtig ist für. Sie ist jetzt nicht mehr verschlossen. Für das, was. Ich kann Aline nicht einfach allein lassen. Ja, dann komm doch. Wo ist die Dumme? Da. Weil wegen Ende und so ist das wohl wichtig. Ach, genau, die Welt kommt jetzt erstmal. Na, herzlichen Glühstrumpf. Die Wischhauswelt, ja. Ha, 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 ha. Hier stand doch überall ganz viel geschrieben. Kann ich das jetzt... Hier steht auch etwas Seltsames. Nein, kann ich nicht lesen. Warum kann ich das nicht... Nein, warum? Hier ist ein Sarg. War der Sarg beim letzten Mal auch schon hier? Ich bin mir gerade total unsicher und ich darf jetzt nach Möglichkeit hier keine Treffer abkriegen. Eileen, komm einfach, bleib einfach bei mir. Bleib bei mir, Kleine. Dann... toll, das konnte ich jetzt super lesen. Ja, weil hier so ein geflügeltes Monster eben gerade in der Luft ist. Wisst ihr was? So. Eileen, du musst bei mir in der Nähe sein. Ja, sie hat die Waffe jetzt gekriegt, das ist wunderbar. Jetzt kann sie sich auch selber verteidigen. Genau, schlag das Viech. Beiß es, schlag es, gib ihm Tiernamen. Ach, das ist ein Tier. Gib ihm Frauennamen. Eileen, gut. Haben wir erledigt. Was steht da? Hier wurde ein Grab ausgehoben. Auf dem Boden des Sargs stehen die Zahlen 11121. Wäre da jetzt noch eine 0 anstatt der 2 gewesen, dann hätte ich jetzt gesagt, das ist ein Binärcode. Aber so, naja. Hier steht auch etwas Seltsames. Das können wir alles nicht lesen. Und hier müsste doch rein theoretisch eigentlich ein Übergangsloch sein. Ne, das ist erst im nächsten Bereich. Ja, dann. Rüber. Eileen, wir lassen die mal hier wieder kurz alleine. Denn wir wollen erstmal durchs Loch. Ja, neue Welt, neues Glück, neuer Speicherpunkt. Man weiß ja nie, was da passiert, ne? Mir wurde schon gesagt, die Krankenhauswelt werde ich wohl nie wiedersehen. Und ich bin auch wirklich nicht traurig darüber. Denn das war eigentlich so der schlimmste Bereich, den es gab. Aber ich könnte ja mal rausgucken, was hat sich denn draußen verändert? Ja, seitdem wir die Albträume haben, können wir nicht rausgucken. So. Hier draußen ist eigentlich noch alles so wie immer. Also die Außenwelt, zumindest aus den Fenstern herausgucken, ist noch möglich. Ich hätte jetzt vielleicht erwartet, irgendwie, dass
weiß ich nicht, so Blut herabläuft oder irgendwie sowas richtig mäßiges. Ihr wisst, was ich meine, ne? Gut. Tja, weiter geht's. Wir sind jetzt, wo sind wir jetzt? Waldwelt, zweites Mal. Neuer Geist? Ja, neuer Geist. Definitiv neuer Geist. Moment mal. Okay, der hat eben gerade nur mal kurz das Bild verändert. Oh, neuer Brief. Das ist schön. Das ist sehr schön. Hier steckt ein rotes Papier. Ich habe die Theorie, dass Walter nie im Gefängnis starb. Vielleicht war es jemand anderes, der sich umbrachte. Entweder das oder derjenige, den die Polizei verhaftete, war nicht der wahre Walter Sullivan. Ich kann nicht untersuchen, was wirklich im Gefängnis geschah. Aber jedenfalls, Walter starb nicht im Gefängnis. Der Mann im Mantel, der hier aufgetaucht ist, das war der wahre Walter. Vor 7 Jahren hat er hier etwas getan. Ganz sicher hat es etwas mit den bizarren Dingen zu tun, die hier geschehen sind. Es fehlt nicht viel, dann weiß ich Bescheid. Vielleicht finde ich sogar heraus, dass der wahre Walter ganz in der Nähe ist. 18. Juli. Okay. Rausgucken. Geh nicht hinaus, Walter. Ja, das wissen wir ja mittlerweile schon. Das steht da schon etwas länger. Und hier draußen ist auch nichts. Wäre vielleicht auch ganz nice gewesen, hätte sich hier das Gebiet verändert. Aber, naja, man kann nicht alles haben. Also zurück in die Waldwelt ein zweites Mal. Puh, mal schauen, was uns da Schönes erwartet. Wir hatten ja den einen Kerl da getroffen, der gestottert hatte. Leute, stottern ist nicht lustig. Merkt es euch. Es ist halt eben ein Sprachfehler, ein anerkannter Sprachfehler. Die Leute können nichts dafür. Und deswegen finde ich auch nicht, dass man sich darüber lustig machen sollte. Und ja, er ist ja umgekommen, indem wir ihn verbrannt, beziehungsweise nicht wir ihn verbrannt haben, sondern indem er verbrannt ist. 2-mal geschickt zugeschlagen. Und die falsche Taste erwischt. Kamera will nicht hinter mich. Nein, willst du hinter mich? Nein, ich kann nicht. Okay, dann lass halt ihn bleiben. Wo ist hier der zweite Hund? Hier ist nämlich noch einer. Wuhu, das war knapp. Ja, genau, gib ihm auch nochmal einen drauf. Ja, sehr schön, sehr schön. Eileen, du bist ja doch mal nützlich. Eileen, könntest du bitte aufhören, den Hund mitzunehmen? Danke. Sehr schön. Dann wow. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Ich hasse es. Wir sind gleich beim Wischhaus. Beim Waisenhaus. Wobei Wischhaus könnte man auch schon fast in dem Fall hier sagen, Hexenhaus. Würde, glaube ich, auch so ein bisschen passen. Aber nur ein heißt das nicht eigentlich auch Hexenhaus? Ich bin mit dem gerade total unsicher. Ihr könnt es mir sagen. Zumindest sind hier noch keine Geister, aber gleich müsste ja der schöne Geist auftauchen von dem Typen, ich kann es hier entziffern, der verbrannt ist. Ach du Scheiße, das ganze Haus ist verbrannt. Ich kann diese Schrift entziffern. Sieht irgendwie nach einem Tagebuch aus. Also los, 15. Oktober. Bob ist weg. Niemand will mir sagen, was passiert ist. Ich wette, mehr kann ich nicht entziffern. Schön, dass du jetzt damit anfängst zu entziffern, weil da hinten stand auch noch was geschrieben, du Nase. Oh, blöd. Einfach nur blöd. Mann. Sowas ärgert mich wieder. Das finde ich... Das... Darf ich den ganzen Weg nochmal zurückrennen? Vielleicht auch ohne Eileen, weil sie einfach zu langsam ist für diese Welt? Eileen, was hältst du denn davon, wenn du mal mitkommst? Dankeschön. Guckst du hier? Tor? Tor auf? Tor durchgegangen. Eileen? Auch mitgegangen. Gut. Wieder falsche Taste erwischt. Sorry. Ja, dann werden wir jetzt mal nachgucken, ob sie mir hier hinten das auch übersetzt. Moment mal, du hast nach rechts geguckt. Was ist denn hier? Ist hier was? Ach, warum laufe ich sie immer über den Weg? Geh doch... Es ist nicht wahr. Nehmen Sie den Nährstoffdrink. Natürlich nehme ich den Nährstoffdrink. Was ist eine Frage? Kann es sein, der Wald von Silent Hill? Eventuell. Das werden wir rausfinden, wenn du uns hier die Sachen übersetzt hast, die hier so stehen. Hier stand, glaube ich, was, ne? Na, komm her. Los, übersetz. Übersetz, was hier steht. Da. Da. Übersetzen. Hier steht auch etwas Seltsames. Übersetz es doch. Bist du doof? Könntest du bitte anfangen zu übersetzen? Gesundheit? Sie will nicht übersetzen. Warum zum Teufel übersetzt du nicht? Na, ist auch egal. Dann lass es halt ihm bleiben. Mein Gott. Mann. Ist sie jetzt mitgekommen?
Warum frage ich eigentlich? Natürlich nicht. Eileen, hier sind wir. Ja, das ist ein Grabstein. Wir sind aber hier. Komm her. Okay, danke schön. Du hast eine ziemlich breite Hüfte, fällt mir gerade auf. Naja, egal. Gut, Leute, wie wir hier das Wishhouse und den Wald von eventuell Silent Hill untersuchen, weiter untersuchen und dann Spaß haben mit Aileen und allem anderen Gesocks, was hier noch so rumkreucht und fleucht, seht ihr erst in der nächsten Folge. Ich bin Hell und 986, wir spielen Silent Hill 4. Bis dann.